Mein Name ist Heinz Oberhummer. Ich war früher Professor für theoretische Physik an der Technischen Universität Wien. Seit meiner Pensionierung 2006 mache ich jetzt hauptsächlich Wissenschaftskabarett. Das heißt, ich versuche den Leuten zu erzählen, wie spannend und aufregend und unterhaltsam Naturwissenschaft und Physik sein kann. Was ist der Unterschied zwischen Wissenschaft und Kunst? Wir haben schon gesagt, die hängen sehr eng zusammen. Natürlich hängen die eng zusammen, weil man braucht auch in der Wissenschaft Kreativität, Spiritualität, weil wenn man ein neues Problem lösen will, muss man sich erst einmal eine sinnvolle Frage ans Universum, an die Natur stellen. Und das muss kreativ sein. Leider ist so, bei den meisten Fragen, das hat entweder schon wer gemacht oder ist wissenschaftlich auch vielleicht auch nicht lösbar. Also wenn man da wirklich eine gute Frage hat und die ist lösbar, das passiert vielleicht ein Physiker einmal im ganzen Leben. Mir ist jedenfalls einmal im ganzen Leben passiert, wie das mit der kosmologischen Feinabstimmung herausgefunden hat. Also nur in den seltensten Fällen ist es so, dass man wirklich eine tolle Erkenntnis hat und darum ist es auch so erhebend für eine Wissenschaft. Das ist das größte Gefühl. Mein Kollege Werner Gruber sagt, man ist besser als Sex, weil das hat man nur vielleicht ein, zwei Mal im Jahr, dass man wissenschaftliche Erkenntnisse findet. Sex gibt es öfter. Darum ist das ein hebendes Gefühl und auch die Antriebskraft für jeden Wissenschaftler, diese Freude, wenn man etwas Neues erkannt hat, was vorher noch nie wer gedacht hat oder draufgekommen ist. Also auch der Physiker muss kreativ sein, jeder Wissenschaftler muss sich was ausdenken, muss eine sinnvolle Frage an der Natur stellen, die noch nie vorher wer gestellt hat. Das ist das Problem. Also muss er kreativ sein, kann sich nirgendwo was abschauen. Und das ist ja dasselbe in der Kunst. Da muss ja auch kreativ sein, muss man seine Gefühle spielen lassen. Auch Physiker haben auch Gefühle. So, aber was ist jetzt der Unterschied zwischen Kunst und Wissenschaft? Die Wissenschaft behandelt, Naturwissenschaft behandelt Dinge, die es auch in der Wirklichkeit gibt. Sagen ja oft Wissenschaftler, die haben keine Gefühle und die haben nichts wie Kunst, das stimmt jetzt überhaupt nicht. Nur wissen wir, das ist nur in unserem Kopf und hat nichts mit der Wirklichkeit zu tun. Zum Unterschied von Glauben und was weiß ich, Esoterik, die sagen, alles was da drin ist, muss auch draußen sein. Stimmt nicht. Was da drin ist, das Wenigste, was wir uns ausdenken, ist auch in der Natur realisiert. Weil wir können uns so viel ausdenken, so viele fantastische Sachen, Geschichten, Märchen, Sagen. Und das gibt es halt nicht in der Natur. Ist auch schön, ist wichtig, aber das gibt es nur deswegen, weil unser Gehirn ist ja ein Zauberkünstler an Fantasieren, an Kreativität. Aber die Schwierigkeit ist eher, dass man die Sachen aussondert, ausmerzt, die es nicht da draußen gibt oder sagt, das gibt es halt nur in unserem Gehirn. Die meisten Menschen sind ja so, dass sie sagen, alles, was man da drin ausdenkt, muss draußen auch gehen. Nein, überhaupt nicht, das Wenigste gibt. Wie gesagt, in der Mathematik ist so, kann man im 14-dimensionalen Raum erleben und Volumen berechnen und die Kugeloberfläche, kein Problem für Mathematik. Nur geben tut es nicht, weil es kein 14-dimensionales Universum gibt und da kein 15 und gar kein 18-dimensionales. Das höchste ist 11 Dimensionen laut Stringtheorie. So, und das existiert und das muss man ausmerzen. Ja? Und darum ist eben dieser Unterschied zwischen Glauben und Wissen. Glauben war schon wichtig, ist wichtig zum Beispiel in der prähistorischen Zeit, also wenn das Menschen stammen, wenn da Vögel aufgeflogen sind. Sind die, also der Anführer gesagt, nichts wie weg da, weil dort könnte der Löwe sein, wo die Vögel haben. Naturwissenschaftler wäre damals ausgeschieden, evolutionär, weil man sagt, gehen wir nach, schaut, das ist nicht gut. Aber heutzutage ist Glauben wesentlich im Hintertreffen, weil sich unsere Welt so schnell ändert. Damals war es so, der Löwe ist über Millionen von Jahren auch noch immer dort gewesen, hat dieselben Verhaltensweisen gezeigt. Aber wir, mit unseren modernen Technik, das ändert sich so schnell. Was haben wir früher gemacht, wie wir keine E-Mail gehabt haben? Haben wir da Brief geschrieben? Natürlich haben wir Brief. Aber das war innerhalb von einer Generation. Innerhalb von einer einzigen Generation, die jüngeren Leute in unserer Generation, so die, für die ist das der Computer-Klacks. Also die spielen, ich gehe zu meinem Sohn und sage, wie geht das?
Der hat das gelernt, wie das auf Englisch heißt, Native Speaker, wenn man was in der Kindheit lernt, kann man es. Und bei uns ist jetzt so die Grenze 50 Jahre. Alle, die unter 50 Jahre, haben das schon im Kindesalter mitbekommen. Die Eltern, wir müssen uns das mühsam aneignen, weil wie man halt eine Sprache schwieriger lernt, wenn man älter ist als Kind. Und das geht immer, das geht fast immer schneller, das heißt, unsere Umwelt verändert sich. Und da ist Wissen viel besser als Glauben, weil es bleibt nichts gleich, es ändert sich, es geht sehr, sehr rasch. Und darum, glaube ich, sind die Menschen, die mehr auf Wissen vertrauen, besser dran heutzutage, als die am Glauben hängen. Im ganzen Universum gelten die Naturgesetze nur für die Esoteriker nicht. Also das ist einfach arrogant, finde ich das. Überall und immer. Wir sind besser als das gesamte Universum. Wir wissen mehr. Wir sind die Auserwählten. Das ist ja auch immer das Esoterik, dass man höher ist als die anderen, sich hinaushebt, mehr Wissen. Ein Naturwissenschaftler ist immer äußerst bescheiden, weil wenn wir uns das Universum anschauen, wie groß, fantastisch, aufregend das ist, dann wird man nicht überheblich. Das ist so ein winziger Punkt in so einem großen Universum, das so viel mehr kann als wir. Aber wie gesagt, das Tolle trotzdem ist, dass unser Gehirn, die 1,3 Kilometer, das trotzdem alles verstehen kann. Das verblüfft mich am meisten. Wir wissen, warum die Sterne leuchten, warum die Sonne scheint, wie das Universum entstanden ist, warum es Strom gibt, was ein Blitz ist. Alle diese Dinge wissen, warum ein Stern explodiert, wie der Raum gekrümmt ist. Alle diese Dinge wissen wir. Obwohl das ganz anders ist, da draußen, irgendwo weit weg. Aber wir können ja mit unserem Gehirn das alles beschreiben. Wir können eine Reise machen mit unserem Gehirn durchs Universum. Wir müssen gar nicht mit einem Raumschiff da durch die Gegend düsen, nein. Und trotzdem verstehen wir das, weil wir eben Informationen geben, bekommen durch das Licht, durch elektromagnetische Wellen, was da draußen ist. Und das, in dem kleinen Gehirn haben wir das alles gespeichert und können das gut beschreiben, analysieren und daraus Schlüsse ziehen. Ich bin ja wie Sie gesehen haben, ein totaler Empiriker eigentlich, wenn man es genau nimmt. Ich halte nichts von Seele und Geist. Das sind schöne Worte, kann man in Romanen verwenden, Kunst. Toll, muss ich auch geben, habe ich auch. Aber was ist jetzt Geisteswissenschaft oder Theologie, zum Unterschied von der Naturwissenschaft? Also gibt es ja auch, ist auch eine Wissenschaft zu Recht. Nur beschäftigt sie die mit dem Geist, wie es so schön heißt. Mit uns selbst, mit unserem Gehirn, mit unserer Kunst. Und hat natürlich auch Auswirkungen auf die Realität, weil der Mensch ja auch Auswirkungen auf die Realität, weil wenn der Mozart eine Sinfonie komponiert hat und das wird dann gespielt, dann freuen sich andere Leute, sind glücklich. Natürlich hat es Auswirkungen. Aber dass das da jetzt was Geheimnisvolles ist, das sind Tonfolgen, die anderen Gehirnen super gefallen und Glück verhelfen und Zufriedenheit und Schönheit. Und das ist aber auch die Kunst. Das ist, ich finde, die Kunst ist einfach eine Form einer unserer Gehirntätigkeiten. Eine wunderschöne Form, die mit der Realität kaum nichts zu tun hat, nur insofern indirekt, dass man immer Geige bastelt und darauf spielt. Insofern schon. Aber das ist nur ein verlängerter Arm unseres Gehirns. Und hat nichts mit der Religion. Also ohne anders ausgedrückt, viel einfacher, ohne Menschen gab es keine Kunst. Richtig. Alles, was die Natur beschreibt, sind Naturgesetze. Und Naturgesetze sind vom Menschen gemacht. Und wenn es die Menschen nicht gibt, dann gibt es ja keine Naturgesetze. Da gibt es keine Differentialgleichung, die den freien Fall beschreibt. Nein, das wird zwar nach wie vor fallen, aber die Beschreibung dazu in der Mathematik wird es nicht geben. Ein Kunstwerk ist in unserem Gehirn, ja, sage ich jetzt einmal. Und ein Naturgesetz ist auch in unserem Gehirn, aber das beschreibt auch die Natur. Das beschreibt den freien Fall zum Beispiel. Ja? Ein Kunstwerk beschreibt nichts da draußen, das ist nur da drinnen. Also mit dem Buddhismus, mit all diesen Dingen kann ich wenig anfangen. Natürlich erfährt das Universum, aber das Universum seines Gehirns, vielleicht noch ein paar Reize, die noch von außen, der lotet sein komplettes Gehirn aus. Kann man auch Erkenntnisse gewinnen.
hat aber nichts mit den draußen. Das Gehirn ist sehr, sehr komplex, fast so komplex wie das Universum. Natürlich kann man das Universum in sein Gehirn erfahren, wenn man da meditiert und herumdenkt. Das tun wir ja auch alle. Herumdenkt, dann erfährt man was über sein eigenes Gehirn. Wenn man es nicht in Beziehung setzt zu außen, dann ist das eine reine Erforschung, Erkenntnis unseres Gehirns. Den kannst du in abschotten von also einem Buddhisten, der da meditiert, Finsteres ohne Wechselwirkung, ohne Kontakt mit der Außenwelt, wird er genau dasselbe erfahren. Das hat nichts zu tun mit der Außenwelt. Sein Gehirn erfordert. Kann man besser erfahren, wenn man außen möglichst wenig Ablenkung hat. Darum machen die das. Die wollen ihr Gehirn erforschen, was ja auch interessant ist. Also das tun wir die ganze Zeit, auch wir, mehr oder weniger intensiv denken nach, ohne dass wir jetzt irgendwie mit Wechselwirkung oder in Kontakt treten mit dem Universum. Also das wird behauptet, dass sie mit dem Universum in Kontakt treten. Nein, nur insofern mit dem Universum, mit den eigenen Gehirn geht es in Kontakt. Das ist sehr kompliziert. Unheimlich kompliziertes Gehirn und fantastisch und hat viele Facetten und kann man Spiritualität, alles. Diese Religion, das ist alles in unserem Gehirn drinnen. Aber das Interessante ist, das Interessanteste, was ich finde, ist, ich habe mich immer gefragt, es gibt ja intelligente, hochgebildete Leute, die an das glauben. Warum ist das so? Die sind doch gescheit, die Päpste, die Bischöfe, Esoteriker, die gibt es wirklich intelligente Leute. Und der tiefere Grund, also das hat ein amerikanischer Psychologe herausgefunden, 1950, also vor 50 Jahren circa, E. und Festing hat er geheißen, und das nennt man kognitive Dissonanz. Das heißt, wenn man zwei verschiedene Weltbilder, im Gehirn ist ja das unangenehm, da muss man eins loswerden, das Widersprechen. Kognitive Dissonanz. Und wie passiert das? Und da hat, der ist zum Schein einer Sekte beigetreten, der Leon Festinger, die den Weltuntergang halt vorausgesagt hat. Und dann ist der Weltuntergang nicht eingetreten. Und der war so verblüfft, weil dann diese Leute gesagt haben, umso mehr geglaubt haben an das, was sie vorher geglaubt haben. Ja, sie haben gesagt, sie haben so viel gebetet, halt, dass der nicht eingetreten ist. Und deshalb ist er dann draufgekommen, dass wenn man zwei solche Dinge in unserem Gehirn hat, zwei sich widersprechende Meinungen oder Weltbilder, dann nimmt man immer das, wo man sich viel damit beschäftigt hat, wo man investiert hat, in gedanklich, viel gelesen und geschrieben hat. Und das hat nichts mit Intelligenz und unser Gehirn kann gar nicht anders. Das heißt, wenn ein Argument kommt, das dagegen spricht, lehnt man das sofort intuitiv ab. Man nimmt lieber das alte Weltbild, die alten Argumente. Und deswegen, also wenn ein Gläubiger, wie auch immer, esoterisch oder religiös, kann das deswegen nicht annehmen, weil das Weltbild zerstört, das Frühere. Er muss ein neues aufbauen. Das ist eine echte Leere im Gehirn und das macht man nicht. Aber das hat nichts mit Intelligenz zu tun. Nichts. Es gibt die gescheitersten Leute, die an Esoterik glauben. Oder von meinem Standpunkt auch. Ich bin ja nicht religiös, auch an Religion. Und das ist schon interessant. Weil das habe ich immer gefragt, wie ist so ein gescheiter Mensch? Und der glaubt an so ein vorwissenschaftliches Bild. Hat so ein Vorwissenschaft. Aber das ist psychologisch wunderbar erklärbar durch diese kognitive Dissonanz. Gibt es unzählige Beispiele, obwohl das ist ganz gleich, ob das logisch ist, vernünftig ist, ob die Beobachtung dafür sind, der wird es trotzdem ablehnen, intuitiv, wenn sein Weltbild zerstört wird und durch ein neues ersetzt werden muss. Beste Beispiel, ich nehme immer die Homöopathie, weil das am bekanntesten ist. Ich habe noch nie keine Menschen bekehren können mit dem Argument, das ist wissenschaftlich, die Homöopathie ist wissenschaftlich nicht erwiesen. Noch keinen einzigen. Jetzt habe ich andere Methoden, die viel besser sind. Aber ich habe zum Schein, ich habe zu Hause Alpakas im Dunkelsteiner Wald. Das sind so die kleinen Lamas mit der besten Wolle der Welt. So, und in diesen Alpakas gibt es einen, in den Bämmel der Alpakas, also hinten rauskommt, gibt es eben diesen, das Bakterium Deinococcus radiodurans, und das heißt Konenbakterium, weil eben das durch nichts umzubringen ist, tausendfache tödliche radioaktive Strahlung
überlebt es. So, und da habe ich jetzt immer so ein kleines Marmeladglas mit 13 einem Backerbämmerl. So, und wenn jetzt mit einem Homöopathen zum Sprechen kommt, sage ich das her und erkläre das und sage, der Weib, ich bewundere so dieses Bakterium, darum habe ich da immer 13 mit. Und dann sagt er auf einmal, ha, der Professor glaubt ja auch an etwas. Und damit habe ich schon einen Fuß in der Türe von den Homöopathen, weil das geht dann so weiter, ich nehme ja das immer mit, das Bämmerl, ja, jetzt habe ich es mit, dieses Gläschen mit dem Bämmerl, immer so bei mir, weil es ein Art Talis, weil ich besser fühle. Weiß man, das ist Placebo-Effekt. Wenn man an was glaubt, Erfahrung, dann geht es einem wirklich besser. Und Homöopathie ist ja nichts anderes als angewandtes Placebo. So, und dann ist das Haus vergessen und gehe wieder heim, hole es wieder. Also ich habe es aus drei Gründen mit. Erstens habe ich halt die Evolution bewundere, die so ein Tier, Superkämpfer. Zweitens, wie gesagt, als Talisman, dass ich mich besser fühle. Und dann als Dritte, um Homöopathen zu überzeugen. Weil dann sage ich, sie glauben ja auch, und die haben den Bämmerl und so und so. Und dann habe ich schon gewonnen. Dann erklärt es mit dem Placebo-Effekt, dass man da ein chemischer Cocktail ausgeschüttet wird vom Gehirn. Wenn man gut drauf ist, wissen wir alle, wenn wir gut drauf sind, ist man gesünder. Ziel ist, wenn man geistig gut drauf ist. Und dann bin ich schon im Gespräch mit ihm. Das ist viel besser. Und da habe ich jetzt einen Artikel geschrieben für Focus Online. Das ist sowas wie Standard Online, nur ziemlich größer. Das hat, glaube ich, das ist abgegangen. Das hat ein paar hunderttausend, da habe ich genau das beschrieben. Das hat die Leute so bewegt, weil es eine Geschichte ist. Das ist ein Fakt in der Geschichte. Das ist wie die Bämmerl und den Homöopathen. Und das war, vorgestern habe ich das geschrieben. Das hat 100-mal geteilt worden und da habe ich mehr erreicht, als wenn ich sage, die Homöopathie ist wissenschaftlich nicht erwiesen. Bringt null, weil da kommt eben diese kognitive Dissonanz und das bringt gar nichts, das prellt ab an einem Menschen. Der Satz, das ist wissenschaftlich nicht erwiesen, keine Chance, weil da zerstört es. Und so kommt man ins Reden, man setzt sich ja dann rein, man muss sich reindenken in den Gläubigen, in den Esoterien, in den Homöopathen. Und da hat man viel mehr Erfolg, weil früher war ich immer beinhart, das ist ein Blödsinn und so. Nein, man muss das anders machen, das ist ein Trick. Und es war ein bösartiger Artikel gegen die Homöopathen, nur 2500 Worte. Und trotzdem, das hat so eingeschlagen. Natürlich habe ich böse Briefe auch gekriegt und so weiter. Aber so muss man das machen. Das ist nicht die sanfte Methode, nenne ich das. Dann habe ich geschrieben, es ist eigentlich schon wie ein Homöopath mit der sanften Methode. Es ist aber echt lustig. Und das ist etwas, wo man was schreibt. Jetzt sind wir wieder beim Web. Man weiß nie. Auf einmal zischt es ab, ist ein Hype. Man weiß nicht warum. Denkt, stürzt da rein. Warum diese kleine Geschichte? Komisch eigentlich, oder? Das ist eine ganz eine simple Geschichte eigentlich. Geschichte, wie man in Österreich sagt. Was ein bisschen Wahrheit ist und so. Und dann natürlich am Schluss habe ich geschrieben, was wirklich stimmt, dass mir andauernd einer bekniet aus Deutschland, der will das vermarkten und verkaufen und verwerten. So kleine Marmeladeglasen mit 13 Ding und ein Riesengeschäft machen. Jede Woche ruft mir das bringt ja doch nicht übers Herz. Und am Schluss habe ich dann geschrieben, da ist wenigstens was, wäre wenigstens was drin, nämlich dieses Bakterium zum Unterschied von der Homöopathie, wo kein einziges Molekül mehr drin ist. Das war ja schon ein bisschen bösartig. Aber wenn man sich das in Geschichten verpackt, ist viel wirksamer als. Als Wissenschaftler kann man sich schwer verkaufen, leider. Gut, das Universum ist so fantastisch, aber man muss trotzdem, glaube ich, menschliche Geschichten umbauen, sonst. Darum zum Beispiel mit Young Rising Stars, das ist eine Geschichte. Das sind Menschen. Kann man sich was vorstellen? Da sitzt dieser Kaltenegger. Das ist wesentlich, dass man nicht nur Wissen hat, kann man auch, das kann man überall nachlesen, gegen Wissen. Wenn sich die Leute denken, die ist ja so wie ich. Genau. Und hat auch Fehler und der hat Fehler und der ist komisch. Aber für unser Kabarett ist natürlich dieser Direkt, das ist so schräg abgefahren und komisch, das ist ein Fressen für jedes Kabarett. Wir halt Politiker, die sind ja auch komisch, gibt es politisch, aber die sind noch besser. Die besten Shows, die wir haben, wir tun jetzt nicht, wir machen das lächerlich so ein bisschen. Sind aber dann gar nicht so böse, weil es ja humorvoll ist und dann
Das ist ja echt, alle guten Kabarettisten machen irgendwas mit Esoterik, also weil das so lustig ist, ja. Und gut ankommt beim Publikum, weil das so lustig ist. Es ist ja wirklich absurd oft und so komisch eigentlich. Ja. Es ist übrigens mein Lieblingshobby, wie viele von diesen Physikern, Astrobiologie, was ist das? Das ist die Wissenschaft vom außerirdischen Leben. Gibt es die? Wie schauen die aus? Wie können wir die entdecken? So. Vor 20 Jahren war das reine Spekulation. Also wenn man da Bücher auf der Universität gehabt hat über Astrobiologie, über Außerirdische, ist man eher scheel angeschaut worden. Hat sich aber geändert und zwar mit gutem Grund, nämlich durch drei Dinge. Das erste ist, dass man so viele Planeten entdeckt hat außerhalb unseres Sonnensystems, sogenannte Exoplaneten. Warum ist das so wichtig? Weil Sternen, das sind ja auch nur Sonnen, die viel weiter weg sind, ist viel zu heiß, ein paar tausend Grad, als dass es dort Leben geben können. Und wenn es wenig Planeten gibt, dann ist auch die Wahrscheinlichkeit für Leben sehr gering. Aber jetzt aber draufgekommen, es wimmelt nur so von Planeten. Also jeder Stern hat im Schnitt einen Planet in unserer Galaxie. Also das ist einmal gelöst. Zweiter Fall ist das Entdeckung, es kommt von der Erde selbst, die Entdeckung von Leben, die ist extrem widerstandsfähig ist, extremophile nehmen das. Die sind, es gibt Bakterien, Tierchen und Pflanzen, die extrem widerstand gegen schädlichste Umwelteinflüsse. Mein Lieblingstier ist das Bärtierchen, das ist 1 Millimeter groß, das ist ein fantastisches, das hat Mund, Augen, Muskeln, 8 Beinchen, Verdauungssystem, Nervensystem, wie alle anderen, die nur 1/1000 klein, das ist 1 Millimeter groß. Und das übersteht Temperaturen, passt bis zum absoluten Nullpunkt, minus 273 Grad Celsius, 150 Grad Celsius Wärme, also das kann man kochen, überlebt es trotzdem, ist trotzdem noch lebendig. Dann Radioaktivität, Radioaktivität gibt es ja überall, vor allem auch im Weltraum, überlebt es. Höchsten Druck kann das überleben. Und Vakuum des Weltraums, auch dies, da hat man solche Tierchen raufgeschickt mit einer Rakete ausgesetzt im Weltraum, Vakuum des Weltraums, die haben das überlebt, wieder runterkommen. Also das heißt, wenn die so widerstandsfähig sind, dann gibt es ja viel mehr Möglichkeiten, wo die existieren können, auch was wir bezeichnen, umweltwidrigste Bedingungen. Das zweite, das erste war Exoplaneten, das zweite war diese extreme Widerstandsfähigkeit vom Leben gegenüber den Umwelteinflüssen. Und das Dritte ist, das ist das Spannendste, dass wir jetzt auch technisch die Möglichkeiten haben, dass wir außerirdisches Leben entdecken können. Ich habe mit einem Freund erwettet, dass wir innerhalb der nächsten 20 Jahre außerirdisches Leben entdecken können. Ich hoffe, er lebt das selber noch. Und ich bin ziemlich überzeugt, weil und die also besten Möglichkeiten, es kommen ja jetzt neue, fantastische Observatorien, nämlich einerseits auf der Erde, das European Extremely Large Telescope, 37 Meter großen Spiegeldurchmesser und auch im Weltraum, das James Webb Teleskop, das ist viel, viel größer als das Hubble Teleskop und die haben die Möglichkeit, in den Lufthüllen von solchen Planeten da Moleküle zu entdecken, die man auf Leben zurückführen kann. Also wir sind heutzutage wirklich so weit. Jeder Mensch hat sich schon einmal gefragt, das sind die drei Fragen, die sich ja jeder Mensch schon gestellt hat, ob es zugibt oder nicht. Woher kommen wir? Urknall. Wohin gehen wir? Auch das können wir beobachten. Wir wissen, was mit unserer Sonne passiert, weil wir sehen ja andere Sonnen da, dass sie die dann aufblähen wird und die Erde verschlingen wird. Alle diese Dinge, das wissen wir. Und das Dritte, eben sind wir allein im Universum. Und alle diese drei Fragen hat die Naturwissenschaft geschafft, heute, dass sie die zumindest schon teilweise beobachten kann oder demnächst beantworten wird. Also wirklich die grundlegenden Fragen, das ist so fantastisch in der Naturwissenschaft, in der heutigen Zeit, dass wir das erleben können, dass wir diese drei grundlegenden Fragen von der Naturwissenschaft beantwortet bekommen werden. Die Wissenschaftler, wie gesagt, die meisten sind der Meinung, dass es außerirdisches Leben geben wird. Die meisten fragen sich aber, das nennt man Fermi-Paradoxon, weil der das erste mal formuliert hat, Physiker Fermi, wenn es so viele außerirdische Zivilisationen gibt, warum waren die noch nicht da? Oder warum haben wir die noch nicht entdeckt? Das ist doch unwahrscheinlich. Es gibt doch
sicher Zivilisationen, die viel älter sind als die Menschen, weil es gibt ja Planeten, die älter sind, Milliarden von Jahren als die Erde. Warum waren die noch nicht da? Und da gibt es eigentlich, das ist natürlich nur Spekulation, kann man da antworten, aber ein Problem ist sicherlich das folgende, nämlich, es ist so, sobald der Mensch die Möglichkeit, oder nein, sobald eine Zivilisation die Möglichkeit hat, Außerirdisches zu entdecken, hat es auch die Möglichkeit, sich selbst zu vernichten. Und das sehen wir am besten an der Menschheit. Wir haben heutzutage noch so viel Kernwaffen, dass jeder von uns sich selbst immer um die Ecke gebracht würde. Das heißt, wir haben die zumindest hergestellt, die gibt es heute noch, die liegen herum. Und wenn man was herstellt in einer Fabrik, hat man schon den Hintergedanken, dass man es auch irgendwann verwenden könnte. So, und das heißt also, bevor wenn man eine Zivilisation so aggressiv ist, kommt sie nicht in den Weltraum, weil sie sich vorher selbst vernichtet durch Atomwaffen. Bei den Menschen, wir sind genau an dieser Grenze. Wir haben die Möglichkeit geschaffen und sind jetzt am Sprung zum Weltraum. So, aber was hat das jetzt mit den Außerirdischen zu tun? Also das ist jetzt Spekulation. Also wenn ich im Galaktischen Rat wäre, der Völker, würde ich sagen, sicher nicht mit diesen Menschen anstreifen. Die sind so aggressiv, bösartig, haben die Möglichkeit geschaffen, dass sie sich selbst ausrotten. Schauen wir mal, wie sie die entwickeln. Wir sind eine Art Naturreservat und müssen sie mal weiterentwickeln und bewähren. Und wenn sie die verstecken können, ja, oder so, dass wir sie nicht bemerken, dann war es so weit gut geschieden, das kann man rückgaben, das kennen sie auch dann, dass wir sie nicht bemerken, wenn sie das selber nicht wollen. Also das nennt man Ungeziefer, die Rewe, und man rottet sich selber aus, wenn man zu aggressiv ist. Und das ist schon ein Problem, das den meisten Menschen eigentlich nicht bewusst ist, dass wir so am Rande stehen und die Möglichkeit haben, uns selbst auszuradieren. Eine gewaltige Auswirkung wird es natürlich auf die Religionen haben. Also wir wissen dann, die Erde oder Jesus kann sicher nicht das Zentrum des Universums sein. Alle Religionen sind ja erdbezogen. Fortgeschrittene Außerirdische, zu uns kommen wir das sofort fragen, gibt es Gott? Das wäre eine interessante Frage. Und dann sagt er, unser Kabarettist sagt, ja, wenn sie die anderen kommen, müssen sie es erst wieder glauben, also sind sie auch nicht weiter. Also das ist, und Kardinal hat einmal gesagt, was würden Sie tun, wenn eine intelligente Außerirdische, wir würden sie taufen. Das ist ernsthaft. Die Kirche hat sich dann eigentlich gar keine Überlegung gemacht, was da wirklich passiert. Aber wir wissen dann. Frühe Mittelalter war ja die Erde mit den Christmenschen war das Zentrum vom Universum. Und jetzt sind wir drauf, das ist so riesig und großartig. Und das würde uns bescheidener machen, glaube ich. Also wir wissen, Wissen ist übertrieben, aber wir nehmen an, die meisten Wissenschaftler, dass es unzählige andere Zivilisationen gibt, außerirdische. Es ist nur mehr eine Frage der Zeit, bis wir die entdecken, bis die zu uns kommen. Und wir sie näher kennenlernen würden. Also für Wissenschaft ist diese Zeit ja jetzt schon gekommen. Wie ich erzählt habe, dass wir so ein Null sind, ein Nichts im Universum. Wissenschaftlern ist das allen klar. Aber dann würde das allen Menschen vor Augen geführt bekommen, dass wir nicht wirklich das Wichtigste sind im Universum, sondern ein ganz kleiner Teil. Weil man wenn man irgendwo Leben entdeckt, in unserer Nähe, da muss im Universum, das ist so groß, so, nur von Leben, so, nur so wimmeln. Und wir sind nur ganz, wie gesagt, Sandkorn vielleicht in diesem gigantischen Universum. Es wird uns also bescheiden machen, was ich gar nicht so schlecht finde. Nee, wir sind die Krone der Schöpfung, wirklich nicht. Wir können so froh sein, dass wir das alles erkennen können. Das ist das Tolle und verstehen und beschreiben und analysieren können. Das finde ich wirklich das Schöne am Menschen, das ist das Großartige. Aber das Zentrum vom Universum sind wir sicher ja, wirklich nicht. Und das wird, glaube ich, schon einen Einfluss haben, genauso wie dieses erste Foto von den Mondfahrten, von der Erde, dieser wunderschöne blaue Ball im Weltraum. Das hat uns auch gezeigt, wie klar wir sind, eigentlich wie unbedeutend. Trotzdem hat die Erde eine gewisse Schönheit von da draußen, muss man auch sagen.
Und wir können uns ja trotzdem in unsere Fantasie flüchten und Romane schreiben und Science Fiction und Kunst und so. Das wird uns ja immer bleiben. Aber das jetzt in Verbindung zu setzen mit dem Universum, das wird da eine bedeutende Rolle spielen. Ich glaube, das können wir uns abschminken. Und das wird dann zu einem Besuch von Außerirdischen, oder allein die Entdeckung von Außerirdischen, würde schon genügen, um uns wieder bescheidener zu machen und uns richtig einzuordnen im Universum. Also wichtig bei Grundlagenforschung, aus der Grundlagenforschung ist immer was entstanden, das dann angewandt worden. Wenn Maxwell gesagt hätte, was er da verdienen könnte mit elektrischem Strom. Das ist das eine. Das andere ist, dass es gibt ja nicht nur die Naturwissenschaften, es gibt auch angewandte Physik, es gibt Technik. Das ist ja ein Kind der Naturwissenschaften. Und wir haben jetzt so ein komplexes technische Infrastruktur schon, überall, also von der Heizung bis zum Fernseher. Und da braucht es auch Leute, die das weiterentwickeln und instand halten. Und es ist ja so, dass aus irgendwelchen Gründen, die ich leider nicht verstehe, ist es nicht sehr beliebt, ein technisch-naturwissenschaftliches Fachstudium oder Fachkraft oder Studium. Und das sollte man überwinden. Und da ist eben das beste Vehikel, beste Methode, Astronomie, Astrophysik. Das interessiert an jeden jungen Menschen, also ich kenne ganz wenige, die da nicht fasziniert sind, um die sozusagen auf einen Umweg für Naturwissenschaft und Technik zu begeistern. Also es kann nicht jeder jetzt Astronom werden, das ist klar, da gibt es eine gewisse Auswahl oder eine gewisse Anzahl von Posten, aber man kann sie motivieren. Und das ist auch genau, was wir versuchen, zum Beispiel mit den Science Buster, mit unserer Wissenschaftskabarett, dass man junge Leute motiviert, sie mit Naturwissenschaft und Technik zu beschäftigen, sie dafür zu interessieren und im Endeffekt sie für einen Beruf in diesem Bereich zu gewinnen. Also das ist eigentlich eine unserer Ziele und wir sind draufgekommen, man muss eben da verbinden. Es muss unterhaltsam sein, spannend und vor allem verständlich gebracht werden. Und es ist ja auch wichtig, das ist auch, vergiss ich immer, es gibt ja Politiker, Juristen, andere Menschen, wenn die von Physik nichts halten, wenn die Politiker sagen, Physik uninteressant brauchen wir nicht, dann werden da keine Forschungsvorhaben, wird nichts gefördert. Darum muss man auch diese Leute zu erreichen versuchen, die nichts mit Physik am Hut haben. Politiker, Juristen, alle diese Leute, weil das ist nicht gut für unsere Gesellschaft, wenn wir diesen Bereich vernachlässigen, Naturwissenschaft und Technik, ein essentieller Bestandteil unserer Gesellschaft. Unsere Gesellschaft würde sonst zusammenbrechen. Und da braucht man natürlich auch Menschen, die diese Infrastruktur in Schwung halten, die das reparieren, die neue Sachen erfinden, neue Entwicklungen vorantreiben. Und das fehlt, und insbesondere leider auch in Österreich, das ist ein der Länder, der immer an letzter Stelle oder vorletzter Stelle steht, wenn es geht in der EU um die Bedeutung von Naturwissenschaft und Technik. Wir sind zwar super weit vorgeschritten in Kunst und Kultur, aber in Naturwissenschaft haben wir da noch ein großes Manko. Und darum muss man Leute zu begeistern versuchen, durch solche Methoden, dass man in Physik und Naturwissenschaft den Menschen schmackhaft macht, sie dafür zu begeistern. Das ist für unsere Gesellschaft wichtig. Es gibt ja Menschen, die sagen, ja, die Jugend, die sitzen nur mehr vor Facebook und am Computer. Ich bin nicht dieser Meinung. Ich glaube, das hat uns sehr viel gebraucht. Es gibt jetzt Untersuchungen von einer Professorin an der Universität Stanford, die sagt, die jungen Leute waren noch nie so gebildet wie seit den alten Griechen. Warum? Weil die schreiben da was rein und die wissen, das lesen sehr, sehr viele Leute. Freunde zumindest und andere. Und es ist nicht mehr, dass man nur das liest, was Journalisten schreibt oder sonst, sondern man schreibt jetzt selber. Und das, da lernt man viel mehr, wenn man selber was zusammenstellen muss, als wenn man das nur runterliest in der Zeitung. Und das
fördert unsere Kreativität auf jeden Fall, als wenn man nur nachliest oder in der Schule nachhört. Die jungen Leute haben so viele Möglichkeiten, Informationen zu bekommen. Natürlich ist da Blödsinn auch dabei, das ist ja klar. Aber trotzdem können sie die Meinung bilden. Früher hat man nur eine Meinung gehabt, die Zeitung. Die haben alles gleich geschrieben, tut es heute noch. Und die können sich was anderes jegliche Information beschaffen, was es noch gibt auf der Welt. Und das fördert und vor allem, dass man selber was tut. Es stimmt nicht, dass die vor dem Computer, die schreiben die ganze Zeit, die lesen nicht nur und sagen das in sich hinein. Nein, die kommunizieren echt. Und kommunizieren ist immer gut. Und besonders, wenn es ist, nicht nur mit einem Menschen, sondern mit vielen Menschen. Weil wenn es viele Menschen sind, dann nimmt man sich wirklich zusammen, dass man das in der ganze Blödsinn ist, was man da von sich gibt. Und dann kommt auch viel Kritik zurück, weil eben nicht alle Menschen einer Meinung sind. Also ich bin da durchaus positiv, dass für unsere Bildung Computer und auch das Rundherum gut tut, den Kindern, den Schülern. Weil, es ist, wie soll ich sagen, zum Beispiel, mein Sohn, der hat entsetzliche Rechtschreibung, da ziehst du schon, und da sagt aber, du hast mein Programm, Rechtschreibprogramm, und das bessert das aus, und Recht hat er. Wir haben auch keinen Rechenschieber mehr heutzutage. Der kann das. Der weiß schon, wenn man auf Vorschläge weiß, er, das gehört hin, das weiß er dann. Aber vorher, das ist einfach überflüssiges Wissen. Also, ich bin der Meinung, dass unsere moderne Computerwelt, Digitalwelt schon den Menschen sehr viel bringt, den jungen Menschen. Aber das muss man eben lernen, das sollten die Schulen lehren. Wie sortiert das aus? Wie gehen die Tiefe? Aber das ist schon, wenn wen was interessiert, wissen wir von selber, dann geht man in die Tiefe, dann durchforscht man wirklich den letzten Winkel. Das tun auch die. Wenn sich Kinder für etwas interessieren, dann was die alles finden im Netz, ja. Also, dass man, natürlich ist es oberflächlich, weil es ist nicht mehr so, wie soll ich sagen, intensiv, weil ein Buch liest man intensiver. Aber die können auch multitasken, die können mit drei Leuten gleichzeitig chatten, es hat auch Vorteile. Aber ist in die Tiefe gehen wirklich so das Wahre? Ich meine, wenn man sich interessiert dafür, ist schon schön, aber man sollte ja auch möglichst viel von der Welt wissen, nicht nur die Tiefe, also nicht nur die Intensität des Wissens, sondern auch die Breite des Wissens. Und das pendelt sich schon ein. Also ich bin da eher ein Verfechter der modernen Technologie und von Internet und Web, weil ich glaube, dass das den Menschen sehr viel bringt. Also heutzutage mit einem Google-Anfrage, man kriegt jede Antwort für alles, jede Wikipedia, alles. Natürlich stimmt das nicht alles, ist auch so. Stimmt aber auch nicht noch viel weniger, was irgendwo da die Nachbarn erzählt. Das stimmt sicher weniger, als was in Wikipedia steht, weil dort gibt es eben auch Gutachter oder Menschen, die das verbessern und kritisieren, und wenn ein Blödsinn drinsteht, vermerzen sie es wieder aus. Ja, also ich tue gerne. Oh ja, also meine Lieblingsweinschaft sind meine Alpakas. Es ist eine Hobbyzucht. Wir verkaufen es zwar jetzt schon und machen auch Wolle, weil die sind so süße Tiere. Die sind, man muss sich das vorstellen, 5000 Jahre haben die südafrikanischen Ureinwohner die gezüchtet wegen der Wolle. Die haben die beste Wolle der Welt. Und die sind so süß und ruhige, sanfte, liebliche Tiere. Und wenn ich da rausschaue, mein kleiner Bauernhof, und da stehen die Alpakas, das ist wie nicht ein Pferd, ist mein Glück auf der Erde, sondern diese Alpakas, die sind wirklich süß. Und die haben also ein menschliches Aussehen, also Gesicht. Und wir haben einen richtigen Alpaka-Tourismus, wo Leute kommen und Alpakaien wie Alpaka schauen, da kommen sie zu uns wirklich. Und besonders begeistert sind Kinder. Also dann rufen die Eltern oft an und sagen, sind die gefährlich, beißen die? Sag ich, das ist sehr gefährlich. Ja, warum sind die gefährlich? Schaut so süß aus. Sagen, weil dann die Kinder sagen, sowas wollen wir auch. Und die sind gar nicht so billig, die kosten mindestens ein Stück, 1.000, 2.000, 3.000, 5.000 Euro. Gute Zucht, hätte ich gesagt, 100.000 Euro, weil das einfach so eine tolle Wolle ist. Und vor allem, weil die wegen diesem
Bämmerl, wo dieses widerstandsfähige Bakterium drin lebt. Das ist natürlich auch lustig. Ich finde das interessant von der Evolution. Und die habe ich eben zu Hause und auch immer mit 13 Stück. Und das bringt mir Glückbild im Wald ein. Also man sieht auch, Wissenschaftler und Empiriker haben ihre Marotten und Hobbys und sind auch ein bisschen komisch. Also, und das will ich auch rüberbringen, dass wir sind ja auch vor allem Menschen, weil auch Wissenschaftler sind Menschen. Das ist ganz klar. Aber diese menschliche Eigenschaft ist wichtig, dass man das den anderen Leuten rüberbringt, weil dann denken sie, das ist so wie wir, wie ich. Und dann hat man schon mal gewonnen, weil dann ist man auf selber Ebene. Nicht der Professor, der da runterredet von irgendwo. Nein, der muss uns empfinden als Kamerad, Freund, Bekannter, was auch immer. Und das muss man auch genauso rüberbringen. Darum macht es gar nichts, wenn wir Fehler und Marotten haben. Im Gegenteil, ich finde das gut. Ich finde diesen Stereotyp vom zerstreuten Professor, finde ich gut, weil das macht den menschlich. Und bei mir stimmt es wirklich. Also ich vergiss alles. Wenn ich keine tüchtige Frau hätte, die mich immer wieder runterhält, wäre wahrscheinlich verloren und nicht überlebensfähig. Aber kann man wieder sagen, es war intelligent, dass ich die ausgesucht habe. Oder dass sie mich ausgesucht hat. Jedenfalls. Und das ist schon etwas auch, dass man menschlich rüberkommt. Das ist, glaube ich, ganz wichtig. Auch mit Fehlern. Man muss nicht geschliffen und perfekt sein. Das wirkt dann so von oben herab unpersönlich. Man muss auch vor allem die menschliche Seite zeigen. Ja, dann tue ich gerne Gitarre spielen, tue ich auch gern. Dann tue ich gerne Bergsteigen. Ich stamme ja aus den Bergen, aus den Salzburger Bergen, aus Obertauern. Und natürlich, was man in der Kindheit, da geht man immer jetzt, ich bin im Sommer immer 2 Monate in den Bergen. Und dann lese ich gern natürlich, das ist. Ich bin nicht sehr froh, dass es diese E-Books gibt. Also, weil ich habe schon so viele Bücher und jetzt das heißt überall mit, kannst schnell und es gibt wirklich alles auch auf E-Books. Also für mich ist das ein Fortschritt. Manche sagen, sie brauchen irgendwie so etwas Handfestes, Haptisches, aber ich brauche das nicht. Also ich finde das, und da kannst du sofort und so weiter nachschauen. Und das also, ja, damit ist eh schon meine Hobbys und damit schon, glaube ich, aufgezählt, die wichtigsten zumindest. Ja. Und wichtig ist, das Wichtigste vielleicht jetzt, das ist das Glück, dass ich das in meiner Pension mit über 70 Jahren noch Wissenschaftskabarett machen kann. Hätte ich mir nie gedacht, dass ich nachher im Fernsehen hunderttausende Leute mir zuschauen, was ich da auf der Bühne von mir gibt. Also das ist echt faszinierend. Ich verstehe es nicht, warum sie das irgendwie anschauen will, aber es gefällt den Leuten, passt. Und gleichzeitig kann man da den Spagat machen zwischen Wissenschaft und Unterhaltung, im Wissenschaftskabarett. Und das macht mir am meisten Spaß, weil das zwar irgendwie verwandt ist mit meiner früheren Tätigkeit, aber da ganz was Neues ist. Und das ist echt, wirklich. Würde ich nie mehr nicht machen, was auch keinen Spaß machen würde. Das würde ich nicht machen, weil dann funktioniert es ja nicht. Ich kann nur durch meine Begeisterung wirken, ich bin ja kein Schauspieler. Also wir haben auch kein Drehbuch. Also wir reden da frei her, Wissenschaftskabarett. Einmal hat man ein Drehbuch und dann hat unser Moderator, also unser Kabarettist gesagt, haben wir es auswendig gelernt, das ist nicht einmal schlechtes Bauerntheater. Da hat er gesagt, wenn wir es auswendig lernen, das ist furchtbar, wir sind keine Schauspieler, wir können nur so sein, wie wir ihn sind und das wirkt dann. Und als Wissenschaftler verzeiht das Publikum auch viele. Und vieles, wenn man sich ja wissen, Kabarettist, der Schauspieler verspricht, nicht gut. Und ja, die sind halt so, die sind, sind ja auch keine Schauspieler, das stimmt auch. Und das macht das Ganze natürlich und wir improvisieren natürlich auch viel, was uns gerade einfällt. Und da war es aber schon wichtig, dass man einen Kabarettisten gewinnen konnte, nämlich mit dem Martin Buntigam, weil der hat eine Struktur reingebracht. Früher mir, der Herr Gruber und ich, einen Monolog gehalten, vor ein paar Stunden hätten wir halten können. Und der macht das jetzt und macht überall einen Witz, eine lustige Bemerkung dazu. Dadurch entspannen sich die Leute jeder. Da weiß ich, wenn man einen Vortrag hat, man hat das noch nicht gehört, nach einer Minute schalten wir schon ab. Ist man weg, die Gedanken schon verloren, aus.
Und da kommt dann auch ein Punkt, dann kommt was zum Lachen, kann man sich wiederholen, und dann kommt das Nächste. Dann wiederholt er das wieder, was wir so in einfachen Worten oder hinterfragt ist oder macht es lächerlich. Und dadurch ist der Druck von dem Publikum genommen, dass sie da überall mitkommen müssen und so weiter. Also das hat schon diese Struktur, hat schon der Herr Buntigam hineinbracht, muss ich schon sagen. Wir haben das Wissen und der hat halt, weiß, wie man das verkauft, wie man das verpackt. Und diese Kombination ist einmalig, weil es gibt schon Wissenschaftler, die als Kabarettisten auftreten, oder Kabarettisten, die sich als Wissenschaftler, die Wissenschaftler darstellen. Aber bei uns sind es verschiedene Leute. Und das macht das Ganze so spannend. Drei verschiedene Leute, ein Kabarettist, zwei Physiker. Und das macht das Ganze so lebendig. Weil wenn ein Kabarettist einen Wissenschaftler spielt, dann glaubt man dem das nicht. Der das weiß, wissen nicht. Und umgekehrt, wenn ein Wissenschaftler einen Kabarettist spielt, dann sagen die, das ist sicher nicht lustig, vergisst es. Das ist nicht unterhaltsam. Das war wissenschaftlich interessant. Und bei uns ist beides vorhanden, kann sich niemand aufregen in dieser Richtung. Und es ist ja so. Es ist ja interessant, jede Vorstellung ist so eine Gratwanderung zwischen Klamauk, soll es nicht sein, und ernster Wissenschaft, soll es auch nicht sein, langweilig. Und dazwischen diesen Grat zu finden, ist bei jeder Vorstellung eine neue Herausforderung. Also, aber wir versuchen, wir haben natürlich jetzt auch viel dazu gelernt. 5 Jahre, wenn man auf der Bühne ist, lernt man schon viel. Also. Und ja, dass das aber solche Ausmaße annimmt, also, das ist schon. Jetzt haben wir sogar vorgeschlagen für die Rome, das muss man sich vorstellen. Und zwar in der Kategorie Unterhaltung. Eine Physikstunde in der Kategorie Unterhaltung. Das ist schon, da glaube ich, den Spagat zwischen Wissenschaft und Unterhaltung schon ganz gut gemeistert. Aber wie gesagt, ich schaue mir das nie an im Fernsehen, weil ich in mir will, denke mir, schrecklich. Lieber nicht. Meine Frau auch nicht übrigens. Aber es wirkt. Ich muss ja nicht erklären können, warum es wirkt. Hauptsache, die Leute sind zufrieden und unterhalten sich dabei.